Ein ganz herzliches Willkommen bei Black Tree Gaming. Heute mit einem ganz neuen Projekt. Und mit am Projekt beteiligt ist da Phil. Hallöchen. Hallo Achim, Servus. So, wie man es an unserem Bild schon erraten kann, haben wir jetzt ein Formel-1-Projektchen vor. F1 2021 steht vor der Tür. Und ganz neues Feature im F1 2021, die Koop-Karriere zum allerersten Mal. Haben wir uns schon Endlich. ein paar Jahre gewünscht und jetzt haben sie es endlich auf unseren Wunsch hin umgesetzt. Codemasters, vielen Dank. Weil wir sie so gedrängt haben. Genau, wir haben gesagt, so Codemasters, das macht ihr jetzt rein. Genau. Deshalb, ja, wir haben jetzt nicht direkt am Release was gemacht. Wir wollten erst ein paar Patches abwarten. Und jetzt sind wir soweit und legen los. Kurz zum Spiel. Wir spielen irgendwas um die 90er KI. Wahrscheinlich knapp drüber. Wir spielen zusammen in einem Team mit Koop-Modus. Heißt, wenn wir das Team wechseln sollten, dann wechseln wir beide zusammen, nicht jeder für sich. Welches Team wir machen, das verraten wir euch später. Machen wir ein kleines Geheimnis draus, eine schöne Autovorführung. Genau, wir haben auch eine ganz spezielle Anzeige für euch, und zwar unsere Koop-View. Ihr werdet dann nicht nur ein Video sehen und das separate zweite Video vom zweiten Fahrer, sondern wir schneiden alles für euch zusammen in ein Video, dass ihr die Action von der Strecke gleich doppelt abbekommt. Phils Ansicht und meine Ansicht. Genau, wir sind jetzt nicht unbedingt die größten Profis hier in dem Spiel. Der Phil ist quasi eher Anfänger. Deshalb haben wir ein paar Assists an. Wer es mag, der mag es, wer nicht, der nicht. Wir haben einfach mehr Lust auf das Spaß am Spiel. Brauchen nicht unbedingt den absoluten Realismus, zumal der in dem Spiel dieses Jahr sowieso eher ein bisschen schwierig ist anhand der Fahrphysik. Da haben ja auch die ganz großen YouTube-Streamer immer mal wieder Probleme. Deshalb haben wir gesagt, so, drauf. Wir nehmen die Assists rein, haben einfach Bock auf Racing und ich denke, das werden wir auch haben, oder? Auf jeden Fall. Genau. Ein paar Assets brauche ich auch noch. Ja, also die Als Traction Anfänger. Control haben wir drin. Wir haben ABS drin. Die Ideallinie. Ich glaube, Phil, du hast die ganze Ideallinie dann an. Ich werde nur die Kurven anhaben. Genau. Ich kenne die Strecken. Ich fahre F1 immer mal wieder seit 2012. Phil fängt frisch an. Deshalb ist er eher am Anfang mit dem Lernen der Kurven beschäftigt, der Strecken. Ich werde die Trainingsprogramme absolvieren. Genau, so sieht mal der Plan aus. Wir werden 10 Rennen fahren pro Saison. Die Rennen, die losen wir vorher aus. Für die zweite Saison werden wir dann die Rennen aus der ersten Saison ein bisschen schwächer gewichten als die noch nicht gefahrenen Rennen, damit wir einfach da ein bisschen einen guten Mix hinkriegen. Jo. Haben wir sonst schon was zu sagen? Ah ja, 50% Rennen fahren wir. Wir fahren ganz normale Trainings, drei Trainings, à 60 Minuten. Qualifying haben wir das kurze drin, also 18 Minuten Qualifying, einfach um das Ganze künstlich in die Länge zu ziehen. Genau, soweit mal alle Infos zu unserem kleinen Vorhaben. Phil, hast du noch was? Nein, ich Gut, habe doch schon alles gesagt. ich denke, dann können wir auch schon zur Autovorführung switchen, oder? Ja, sehr gerne. Ja, wir spielen dieses Jahr oder wir fahren dieses Jahr für das Williams Racing Team. Ein sehr traditionsreicher Rennstall, hat in den Mitte der 90er Jahre zum letzten Mal eine Weltmeisterschaft gewonnen. Dann noch eine sehr erfolgreiche Phase mit BMW gehabt. Jetzt dann in den letzten Jahren leider etwas weniger erfolgreich, eher am Ende des Feldes. Wir haben es vor, das Teil wieder nach vorne zu bringen. Da liegt viel Arbeit vor uns. Da liegt viel Arbeit vor uns, definitiv. Aerodynamik und Chassis sind nicht so ganz proper. Dafür haben wir den Mercedes-Motor im Heck, der uns hoffentlich ordentlich nach vorne pusht. Genau, ich würde sagen, das war's mal mit der Vorstellung unseres Projektes. Wir gehen direkt zum ersten Rennen nach Aserbaidschan. Bis dahin. Bis Tschüssi. dahin. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert uns und schreibt gerne in die Kommentare. Vielen Dank, bis bald.